Muss die Bachelorette 2023 womöglich abgebrochen werden? Ich weiß, dass ich gerade schöne Sachen eigentlich erlebe, aber ich kann es auch manchmal genießen, aber jetzt gerade eben nicht, weil ich einfach gerne neben meinem Sohn liegen würde zu Hause. Und außerdem einige wieder intellektuell sehr fragwürdige Dates. Wie kommst du, dass du, oder was bedeutet dir, die Beziehung, so Ehrlichkeit oder worauf, was ist das Wichtigste für dich in einer Beziehung? Ehrlichkeit. All das und noch einiges mehr gibt's in der dritten und brandneuen Folge der Bachelorette 2023. Und weil ich ehrlich, auch wenn ich nicht so ganz verstehe, wirklich viel Spaß bei diesem Format in diesem Jahr habe, werde ich es natürlich wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin die Bachelorette. Habe ich das gerade ernsthaft gesagt? Nein, ich bin nicht die Bachelorette. Hallo, ich bin Alex und wir gucken gleich gemeinsam die Bachelorette, die du übrigens immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf RTL Plus gucken kannst. Das ist immer einer der ersten Links in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit einem Blick in die Männervilla an. Da ist nämlich unser Lieblings-Agro-Baro gerade dabei, einen emotionalen Brief zu schreiben. Schon beim Zuhören, Beobachten und ihrer Gestik sowie Mimik ist Jenny, glaube ich, nicht so die richtige Frau für mich. Das werde ich wahrscheinlich bei der Nacht der Rosen so sagen. Baro ist aber auch irgendwie ein etwas komischer Dude, weil in der letzten Folge wirkte er noch so, als wäre er total eifersüchtig und wollte unbedingt das Herz der Bachelorette erobern, jetzt wieder irgendwie nicht mehr. Und dann sagt er auch noch, dass er wahrscheinlich mit ihr sprechen möchte. Naja, keine Ahnung, vielleicht bekommt er ja aber sogar schon vorher die Gelegenheit. Denn als nächstes gibt es die allwöchentliche Gruppendate-Verkündung. Ich würde heute gerne Finn, Jesaja, Yannick, Jesper, David, Baro und André einladen. Yay, ganz viele Männer, die ich gefühlt zur Hälfte noch nie gesehen habe. Ich finde das übrigens immer ein bisschen schwierig, dass es meiner Meinung nach bei der Bachelorette und beim Bachelor natürlich auch am Anfang einfach zu viele Kandidaten gibt. Und ich glaube, RTL sieht das auch genauso. Und was machen sie deswegen logischerweise? Richtig, es gibt noch einen weiteren Kandidaten, der dazukommt. Und ich glaube, er heißt Captain Cringe. Also ich darf heute die große Überraschung spielen. Getarnt als Barkeeper und die wissen ja nicht, dass ich ein Teilnehmer bin. Ich bin der Markus, ich bin 31 Jahre alt. In 5 Jahren seht ihr mich entweder auf der großen Kinoleinwand oder halt in München in der Fußgängerzone um 2 Euro fragen. Eins von beiden. Ich werde alles geben, dass ich das erste erreiche. Krass, also möchte Markus unbedingt großer Kinostar werden. Ich hole dann gleich immer mein Portemonnaie und gucke, ob ich ein bisschen Kleingeld für ihn habe. Aber immerhin eine Besonderheit hat er und die wird er auch noch ungefähr 19 Millionen Mal erwähnen. Er wohnt nämlich nicht in Deutschland. Ich wohne derzeit in Los Angeles, wo ich als Schauspieler arbeite und auch auf eine Schauspielschule gehe. Action. Ja, und ich habe ja schon angedeutet, ich finde ihn ein bisschen peinlich. Warum genau, das finden wir dann ein bisschen später heraus. Erst einmal geht es dann aber zum Date. Und das hat passenderweise zu Markus natürlich auch was mit Schauspielerei zu tun. Und Jenny hat einen wirklich ganz geilen Auftritt eigentlich. Hey. Nicht schlecht. Allerdings hat Jenny die nicht etwa verprügelt, weil RTL noch mehr Männer in ihr Format einschleusen wollte. Nein, das sind natürlich ausgebildete Stuntmen und die sind, wenn man so möchte, auch die Hauptpersonen des Dates heute. Eine nette Idee. Aber ich glaube, wir müssen gleich nochmal drüber reden. Das sind Am und Bab, meine 2 Stuntmänner. Wir machen heute nämlich was richtig Cooles. Wir drehen unseren eigenen Actionfilm und lernen so ein paar Moves, wie man kämpft. Boah, voll geil. Ich muss an der Stelle ja mal sagen, ich finde ausländische Namen immer sehr, sehr cool, aber sie klingen in unseren Ohren natürlich manchmal ein bisschen komisch. Also wenn ich zum Beispiel Anne und Bab höre, hätte ich wahrscheinlich jetzt an was anderes gedacht. Und ich frage mich dann immer, wie wäre das eigentlich für einen Thailänder, wenn der mit deutschen Namen konfrontiert wird, wie zum Beispiel Manfred und Jürgen. Ja, wahrscheinlich ist es bei dem sogar noch ein bisschen schlimmer. Aber egal, die beiden bringen auf jeden Fall Jenny und den Männern dann den ein oder anderen Trick bei. Und man merkt schon, Jenny hält sich die ganze Zeit bei einem Mann auf, den sie ja schon ein bisschen besser kennengelernt hat, nämlich Jesaja. Das war ja auch der mit dem ersten Einzeldate. Hast du sowas schon mal gemacht beim Date? Das tat sich das erste Mal. Und bei dir? Nee, immer. Wir stehen uns gut, haben immer eine coole Zeit, wenn wir zusammen sind. Guter Kampf.
Also meiner Meinung nach ist da auf jeden Fall ein Vibe zwischen Jenny und mir. Ja, ich bleib dabei, die beiden haben einen guten Vibe. Ich habe jetzt mal versucht, es sehr doll mit W zu sagen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit mir. Aber natürlich versuchen auch andere Männer, sich zumindest ein bisschen nach vorne zu spielen und ein bisschen mit ihr zu reden. Klappt meistens eher so mittelgut. Ich mach den, wo du halb umgefallen bist. Ja, toll, das merkst du dir. Ja, gerade, ne? Du hast nicht die coolen Kicks, weißt du, die hast du nicht gehört. Die hast du nicht gesehen. Cooler Move. Allerdings machen dann einige der Männer eine echte Choreo. Und ich muss ja sagen, ich mag jetzt Baro vielleicht nicht so unbedingt gerne, aber die nächsten Szenen sind schon ganz cool. Wobei ich auch sagen muss, dass mit einer professionellen Kamera und in so einer Teil-Slow-Motion irgendwie alles geil aussieht. Da kannst du dir auch einen mittelhässlichen Mann beim Spiegeleieressen angucken und irgendwie hat das was. Boah, mit der Welle. Bam, nicht schlecht. Und ich glaube, alle waren davon auch angemessen beeindruckt. Auch Jenny, und auf die kommt es ja letztlich besonders an. Ihr habt ordentlich Gas gegeben. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Fand's richtig cool. Keine halben Sachen. Auch, dass ihr so aus euch rausgekommen seid. Bei Baro dachte ich mir schon, ne? Aber bei Yannick war ich überrascht. Hä? Warum? Ich weiß nicht, bei dir habe ich irgendwie so... Das Gefühl, du hast so 30 Persönlichkeiten. Yannick hat richtig Gas gegeben, also es war so auch ein bisschen, um mich zu beeindrucken, hatte ich das Gefühl. Also für mich hat dieser Yannick eher 30 Shades of Grey, weil ich ihn bisher noch kaum wahrgenommen habe. Baro hingegen ist da ganz anders. Und wir erinnern uns, der wollte doch der Bachelorette eigentlich was sagen. Und in gewissem Sinne tut er das dann auch und nimmt trotzdem noch maximale Sendezeit mit. Der kleine Schlawiner. Was grinst denn du so die ganze Zeit? Freu mich doch einfach nur. Ich sag dir ehrlich, das hat mega Spaß gemacht. Man kann auf jeden Fall nichts falsch sagen. Ich habe wirklich ohne Witz mit einem sehr langweiligen Date gerechnet. Das hier übertrifft für mich so gerade alles. Ne? Ich bin keine langweilige Frau, hör mal. Was für ein langweiliges Date. Nein, um Gottes Willen. Da habe ich mich jetzt wirklich die ganze Zeit nur gefragt, möchte Baro jetzt eigentlich rausfliegen, ohne es selbst anzusprechen? Oder flirtet der einfach wirklich so scheiße? Naja, mal gucken. In dieser Folge wird dann noch das ein oder andere Mal vorkommen. Erstmal schauen wir uns dann aber mal die finale Choreografie an, in der es darum ging, dass ein Actionheld seine Bachelorette Jennifer retten darf und sie sogar küssen. Naja, und bisher gibt es nur einen Mann, mit dem sie sich sicher genug fühlt, das dann zu spielen. Wieder mal Jesaja. Instrumentle, Instrumentle. Stark. Ich hätte mich da schon eher gesehen als Jesaja in der Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Ui, der erste Kuss der Staffel. Oder wenn man den Beinkuss aus der letzten Folge mitzieht, der zweite. Oder vielleicht immer noch der nullte Kuss der Staffel. Auch die anderen Männer waren sich da nicht so ganz einig. Auch nur ein Filmkuss ist nicht ein richtiger Kuss. Aber natürlich... kamen die sich dadurch ein bisschen näher. Hier interessiert mich jetzt aber mal wirklich deine Meinung. Ich meine, klar, die haben sich jetzt nicht ganz krass geküsst oder so, aber würde das für dich trotzdem als Kuss zählen oder nicht? Weil ich glaube, ich würde schon sagen, dass es irgendwie ein Kuss war. Es war ja auch komplett freiwillig und so. Aber ich würde ihn jetzt im Sinne der Staffel auch noch nicht als allerersten echten Kuss zählen. Aber letztlich kommt es ja sowieso eher darauf an, was Jennifer sich so denkt. Und der hat zumindest gefallen. Jesaja war ein guter Retter. War schön. Ich könnte mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, sie nochmal zu küssen. Also mittlerweile, glaube ich, hat Jesaja wirklich eine ganze Menge Vorsprung. Aber vielleicht fragst du dich jetzt genau wie ich, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem komischen Markus, der da die ganze Zeit als Barkeeper gearbeitet hat? Der braucht doch jetzt noch seinen coolen Auftritt und er ist ja außerdem auch Schauspieler und... ja, den hatte er dann auch und deswegen nenne ich ihn Captain Cringe. Wow. Oh wow. Hi, ich bin auch dabei. Hi, ich bin auch dabei. Das wird garantiert ein legendärer Satz, den wir bestimmt irgendwann noch mal im Kino sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich hatte da ganz arge Fremdschamgefühle. Aber trotzdem sollte er dann natürlich auch die Gelegenheit bekommen, sich ein bisschen vorzustellen und Jenny ein bisschen kennenzulernen. Und die findet ihn wohl gar nicht so schlecht. Ich habe wirklich gar nicht mehr damit gerechnet, dass noch ein Mann kommt.
Ja, du hast ja direkt eine coole Szene aufbekommen, ne? Ist auf jeden Fall ein schöner Mann. Ja, und dann erzählt Markus natürlich, dass er Schauspieler ist und aus Los Angeles kommt. Und das macht ja auch Sinn, dass er das erzählt. Es macht ihn ja letztlich auch ein bisschen aus und das ist ja auch der Grund für einiges. Aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit ein bisschen das Gefühl, dass er das doch ein bisschen zu sehr in den Vordergrund rückt. Was hat so lange gedauert? Wieso kommst du jetzt erst? Ja, ich war beruflich noch ein bisschen unterwegs. Ich wohne derzeit gerade in Los Angeles und arbeite dort als Schauspieler und hatte noch ein bisschen Dreh, deswegen bin ich jetzt nachgekommen. Ah, deswegen hast du auch gleich so eine coole Szene bekommen, ne? Weil gekonnt ist gekonnt. Immerhin, und das fand ich gar nicht so übel, dafür, dass sie sich erst ganz, ganz, ganz kurz kannten, gab es dann auch durchaus das ein oder andere Thema. Wir wissen ja schon, das ist für Jennifer natürlich sehr, sehr wichtig. Und da wurde auch nochmal über den Spitznamen ihres Kindes geredet. Ich habe einen Sohn, der wird jetzt ein Jahr alt. Oh, schön. Wie heißt er denn? Sein Spitzname ist Keksi. Keksi? Keksi, ja. Geiler Spitzname. Schon, oder? Ich finde Markus sehr interessant. Ich weiß immer gar nicht, ob ich Keksi so süß finde. Ich kenne nämlich leider einen Hund, der auch so heißt. Aber gut, trotzdem ist es natürlich an sich erstmal eine niedliche Idee. Und weil Jennifer den Markus übrigens so sympathisch fand, hat sie ihn natürlich auch nicht zum Einzeldate nachgeladen, sondern einen anderen Mann. Dann würde ich Finn gerne noch einladen für ein Einzeldate. Hey, cool. Wir sehen uns dann später und kannst dich in Ruhe fertig machen. Sehr, sehr cool. Und vielen Dank. Der Rest darf in die Villa fahren und von unserem coolen Date berichten. Ah, Finn also. Naja, und man munkelt ja, der soll sehr, sehr weit kommen. Insofern war ich auf das Date besonders gespannt. Vorerst durfte sich Markus allerdings nochmal in der Männervilla vorstellen. Und wisst ihr was? Der ist übrigens Schauspieler aus Los Angeles. Ja, ich bin der Markus, ich komme aus Los Angeles und ja, werde jetzt mit euch eine geile Zeit zusammen haben. Herzlich willkommen. Dankeschön. Yay! Aber grundsätzlich merkte man schon, die anderen Bachelorette-Kandidaten waren ja nicht so richtig begeistert. Und ich kann die auch verstehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses, dass jetzt jede Folge noch jemand dazukommt, auch ein bisschen ermüdend. Ja, es kommen immer nur mehr Männer. Ich bin hier wegen der Frau und nicht wegen den Männern. Ja, keine Ahnung, ich check's nicht. Ich auch nicht. Aber kein Problem, denn wir gucken uns jetzt sowieso erstmal das wundervolle Einzeldate an. Und ich bin, wie gesagt, ehrlich, ich habe da eine Menge erwartet. Und gerade Begrüßungen sagen ja vielleicht schon viel aus. Achtet mal ganz genau auf die Körpersprache. Oh. Hallo. Schön siehst du aus. Hi. Danke, gleichfalls. Alles klar? Ja, bei dir? Aber sie sah schon sehr, sehr cool aus. Auch ihre Haare, boah, so offen, das taugt mir auch schon sehr. So diese leichten Beach Waves. Sah schon sehr, sehr schön aus. Also Skala von 1 bis 10, 15. Okay, und meine Körpersprachenanalyse für mich sagt, dass Finn sie auf jeden Fall richtig cool findet und sie findet ihn auch ganz gut und fühlt sich zumindest wohl. Das Einzige, was ich bei Finn manchmal ein bisschen komisch finde, ist, dass er immer so sehr positiv und sehr überschwänglich ist. Und manchmal bin ich mir unsicher, wie ernst er das denn am Ende meint. Aber immerhin, auch mit ihm gab es ein paar ganz gute Gespräche. Und das habe ich ja generell schon gesagt, im Vergleich zu den letzten Staffeln fand ich die an einigen Stellen schon ein bisschen offener. Insofern habe ich auch lieber zugehört als bei denen. Glaubst du an die wahre Liebe? Schon. Auch, dass es bis zum Ende halten kann? Ja, ich glaube, dass es Hard Work ist. Also, ich glaube nicht, dass du dich verliebst und dann ist es einfach so. Und dann bist du einfach glücklich bis an dein Lebensende. Aber sowieso nicht. Sondern du musst dich halt jeden Tag neu für die Person entscheiden. Finde ich, ist gar nicht so leicht zu sagen. Auch hier interessiert mich wirklich noch mal deine Meinung in den Kommentaren, weil das ja was ist, was uns alle im Leben manchmal betrifft. Ich bin nicht so ein Freund davon zu sagen, dass man jeden Tag irgendwie quasi um jemanden kämpfen muss oder sich neu entscheiden muss. Ich glaube, es gehört zu einer langfristigen Beziehung und deren Erfolg nämlich auch, dass man sich ganz viel fallen lässt und sich diese Fragen eben nicht mehr stellt. Auf der anderen Seite ist natürlich Verliebtheit irgendwann vorbei. Du kannst mir deine Meinung, wie gesagt, sehr, sehr gerne mal schreiben. Das Letzte ist dann übrigens etwas, das die beiden auch noch mal formulieren. War echt ein ganz gutes Gespräch. Schwierigsten ist es, wenn dieses Verliebtsein weggeht. Das kommt so, das ist so nach einem Jahr, ist es weg. Manchmal hält es ein bisschen länger, aber es geht auf jeden Fall weg. Genau, und da fängst du dann an zu gucken, okay, schafft man es oder nicht. Ja, ja, die Verliebtheit. Ich hoffe übrigens, dass du immer noch ein bisschen verliebt in mich bist. Ich bin nämlich ganz doll verliebt in dich. Deswegen würde ich mich jetzt noch sehr freuen, wenn du kostenlos meinen Kanal abonnierst. Und wir schauen direkt mal weiter. Denn meistens gehört zu solchen Dates natürlich auch noch ein Ausflug in den Pool. Und das kann man ja gleich so ein bisschen für den Körpercheck benutzen. Mir war so heiß. Mir war einfach so heiß. Ich hab Aufregung. Und dann hast du auch noch so eine hotte oder so hotte Frau vor dir. Dann gucken wir schon mal schnell ins Schwitzen. Natürlich habe ich mal so oben unten ganz kurz so kurz abgecheckt. Guck ich gerne an.
Ich muss übrigens auch sagen, Finn hat natürlich eine krasse Figur und er ist da deutlich besser aufgestellt als ich. Aber der hat irgendwie riesengroße Unterarme, oder? Naja, vielleicht hat er ja manche Hobbys. Aber ist ja eigentlich auch egal. Danach gab es dann noch ein ernsthafteres Thema. Und das finde ich irgendwie ganz cool, denn bei Jennifer geht es schon immer ein bisschen um das Mutti-Sein. Und ich finde es auch wichtig, dass sie das sozusagen immer mal wieder ins Gespräch bringt. Wie hast du dir denn das vorgestellt, falls wir zusammenkommen würden? Weil ich bin keine Frau, die jedes Wochenende woanders hinfliegen kann oder zu dir kommen kann jedes Wochenende. So, das funktioniert halt nicht, ne? Also ich habe noch wirklich keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich kann sehr gut mit Kindern. Klar, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, die jetzt noch kein Kind hat, mich fragt, hey, wie sieht's aus, würde ich sagen, ich glaube noch nicht. Aber wie gesagt, ich habe da nicht drüber nachgedacht, weil es ist für mich nicht, ich wäre okay. Also meinst du, das ist kein Problem für dich? Mein Leben sieht anders aus wie von einer anderen Frau, die kein Kind hat. Das ist schon etwas, was man ernst nehmen muss. Und da muss man sich Gedanken drüber machen, ob man sowas in seinem Leben möchte. Insgesamt, und das finde ich spannend, wenn man an die Spoiler denkt, muss ich aber auch sagen, dass das Date gut war. Aber jetzt nicht so super mega berauschend emotional. Vielleicht eher so eine 2-. Und das hat mich echt gewundert. Es ist eine gewisse Anziehung da, ja. Aber ich kenne ihn noch nicht so gut, als dass ich sagen könnte, ich möchte jetzt den nächsten Schritt gehen und eine körperliche Nähe. Das wird sich für mich einfach falsch anfühlen. Sehr offen auf jeden Fall von ihr formuliert und ist ja letztlich auch kein Wunder, es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Männer zum Kennenlernen. Und deswegen gab es am nächsten Tag auch direkt das nächste Einzeldate, maximal unemotional vorgelesen. Auf einen von euch wartet eine traumhafte Reise. Pedro, mach dich schnell auf den Weg, das Boarding beginnt gleich. Yay, Pedro, unser bachliebender Super-Buddy, der jetzt mit ihr gleich einen Helikopterflug genießen darf. Und am Anfang hat er eine ganze Menge richtig gemacht, würde ich mal sagen. Freue mich, das sieht wunderschön aus. Dankeschön. Komm her. Ich freue mich immer, wenn sie neben mir ist. Da kann ich nicht nur ihr Aussehen betrachten, sondern auch ihr schönen Geruch. Irgendwie ist er ja lieb. Aber auch manchmal ein kleines bisschen merkwürdig. Aber am Anfang, wie gesagt, macht er erstmal alles richtig und dann startet der Heli auch. Und tatsächlich bietet er ihr dann auch seine Hilfe an. Dieses Angebot hat sie dann am Anfang aber erstmal gar nicht angenommen. Also, falls du reinkriegst, kannst du gerne meine Hand halten. Oh, danke schön. Es war richtig schön, Thailand auch von einer anderen Perspektive zu sehen. Also, auf der Bucketlist ein Häkchen dahinter. Danach war der Flug dann allerdings vorbei und die beiden haben angefangen, ein bisschen mehr zu sprechen. Und das war dann ein kleines bisschen problematisch. Und ich weiß auch gar nicht, was ich zu der nächsten Aussage sagen soll, außer, was zum Teufel redet denn der da bitte? Wie kommst du, dass du, oder was bedeutet dir, die Beziehung, so Ehrlichkeit oder worauf, was ist das Wichtigste für dich in deiner Beziehung? Ehrlichkeit. Ja, was bedeutet denn für dich die Beziehung zur Ehrlichkeit eigentlich? Was zum Teufel? Danach wurde es aber leider auch nicht unbedingt besser. Und ich weiß jetzt nicht, ob es an Nervosität oder Sprachbarriere oder an irgendwas anderem lag. Aber wenn ein gutes Date ein langsam fließender Fluss ist, dann war das hier ein stehendes, stinkendes Gewässer im Sommer. Aber was für ein Typ Frau stehst du normalerweise so? Was für Frauen datest du so? Ich beziehe das Ganze gar nicht so mehr aufs Aussehen, sondern eher Charakter, dass sie selbstbewusst ist und klar, irgendwo auch eine gewisse optische Schönheit mitbringen. Wie ist das bei dir? Ich habe gerade überhaupt nicht verstanden, was du gesagt hast. Pedro und ich haben so ein kleines Kommunikationsproblem. Boah, das muss ich mir aber mal merken, das ist eigentlich voll klug, oder? Denn das Äußere bei einer Frau ist mir nicht wichtig, aber charakterlich muss sie natürlich von außen gut aussehen. Das merke ich mir wirklich, wunderschön. Aber tatsächlich kam das bei Jennifer nicht so richtig gut an. Und das muss man ja wirklich fast schon positiv hervorheben in den letzten Jahren bei Bachelorettes und Bachelorn. Für sie ist das Aussehen wohl nicht alles. Es war alles nicht so ganz flüssig. Das Gespräch war mir ein bisschen zu anstrengend. Kann ich sehr gut verstehen. Und als das Date sich dann seinem Ende zuneigte, merkte man auch am Fazit, das die beiden gezogen haben, dass sie nicht wirklich auf einer Ebene sind. Ich glaube, da würde nicht mal mehr ein Fahrstuhl reichen, um einander zu erreichen. Es war so gut, dass ich das Gefühl hatte, dass irgendwie das Ganze so schnell verging. Also aktuell ist keine Anziehung da. Aber Pedro ist in meinen Augen ein sehr guter Mensch, ein Herzensmensch und noch
habe ich das nicht aufgegeben. Naja, aber durch die Blume hat sie jetzt eigentlich schon zu verstehen gegeben, dass sie es eigentlich schon aufgegeben hat, oder? Und irgendwie passenderweise kamen dann sowieso ganz viele andere Männer und das Einzeldate wurde spontan zu einem Gruppendate. Na, da wird er sich aber gefreut haben. Das ist doch keine Überraschung, schießt du wieder weg. Also wirklich. Pedro! Ich freue mich jetzt einfach, die Jungs zu sehen. Ich freue mich auf längere Gespräche. Und das hat sich auch nicht so gezwungen angefühlt. Ja, und dann könnte man ja normalerweise eine schöne Zeit zusammen haben. Oder man macht Probleme, wo gar keine sind. Denn du erinnerst dich ja vielleicht noch an den Kandidaten, der in der letzten Folge dazu gekommen ist. Und der hat ja eher so zwischen Tür und Angel erfahren, dass Jennifer Mutter ist. Und das fand er ganz schlimm und wollte das jetzt ansprechen. Dazu muss ich aber gleich noch was sagen. Aber ehrlich gesagt, das einfach hat mich ein bisschen gestört, wie du das über dein Kind erzählt hast. Selbst guten Tag gehabt heute. Ja, ich hab, ach sorry, das, ja, das weißt du noch nicht. Ich hab ein Kind, so nebenbei. Ich war der Einzige, der das nicht weiß und ich habe nicht gewusst, ob das wirklich Spaß oder... Ja, du bist ja auch später gekommen, so, ne? Genau. Also, ich meine, das ist für dich ist wirklich ein sehr ernstes Thema. Und auch für die Mensch, die dich auch kennenlernen möchte, das auch was Ernstes. Ja. Es war auch nicht schön von mir, wie ich das gesagt habe. Aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie ich das anders handhaben hätte sollen. Nee, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und an der Stelle muss ich generell mal was loswerden. Ich finde es immer super cool und wichtig, wenn man offen und ehrlich miteinander spricht. Aber wenn man sich quasi noch gar nicht wirklich kennt und es ja hier eher ums Kennenlernen geht, dann kann man sowas doch auch einfach mal runterschlucken, weil es doch jetzt de facto auch einfach nicht schlimm war, oder? Und irgendwie hatte man auch danach das Gefühl, dass Jenny so ein bisschen überfordert war. Das war jetzt wirklich völlig grundlos unangenehm. Ja, nee, gar kein Problem. Es tut mir leid. Es war richtig unsensibel, wie ich das gesagt habe. Nee, also, alles gut. Ich wollte nur das sagen, aber das war's. Nee, ist wichtig. Ja. Das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben, so, dass ich eine Frau durch die Augen einfach nicht einschätzen kann. Das war eigentlich schon alles. Dann? Ja. Cool, und ich kann dich dafür nicht einschätzen. Witzigerweise wurden danach die Gespräche aber auch nicht unbedingt wesentlich besser. Das nächste war, glaube ich, mit Khan müsste sein Name sein. Tut mir leid, ich habe die Namen noch nicht zu 100% drauf. Und der musste erstmal ein Geständnis machen. Ich möchte mich verlieben. Ich war noch nie verliebt. Du warst noch nie verliebt? Nein, noch nie verliebt. Ja, ich hatte nie vor, eine Beziehung zu führen, so, ne? Mit Frauen hin und her und alles Partyleben. Aber... müsste halt irgendwann mal reichen. Und auch hier finde ich es wieder cool, dass er es sagt. Aber natürlich gibt es dann die logische Nachfrage, warum sollte das jetzt anders sein? Und seine Antwort daraufhin war vielleicht ein bisschen too much. Weil er und Jenny haben ja bisher netto auch nur 3 Minuten miteinander gehabt. Warum denkst du, dass es mit mir dann funktioniert, wenn du noch nie verliebt warst? Kann ich so sagen, weil das mit dem Kind hat mich echt gecrashed. Weil das zeigt mir auch, wenn ich jetzt mit dir in einer Beziehung bin, dann habe ich eine Verantwortung für mich. Weil ich 2 Menschen in meinem Leben habe. Das bist du und Keksi. Okay, also er findet sie in erster Linie anziehend, weil sie Mutter ist, obwohl er das Kind ja noch gar nicht kennengelernt hat, weil ihm das dann beibringen würde, endlich Verantwortung für sich selbst zu übernehmen? Wow, das war, glaube ich, kein besonders guter Flirtspruch. Da gucken wir uns lieber mal Captain Gray, ich meine natürlich Markus an. Und wusstest du das eigentlich, dass der in L.A. wohnt? Ich glaube, das hat er bisher noch kaum erwähnt, oder? Ich habe es auch versucht mit Dates in L.A., aber... irgendwie komme ich nicht so. Schwierig, oder? Ja, in L.A. vor allem, habe ich schon mal gehört, dass das ein bisschen... Genau, deswegen bin ich jetzt hier. Bei mir ist schon der Fokus speziell jetzt, wo ich auch noch mal ein bisschen mehr über die Jenny weiß. Ja, ich habe da Interesse und ja, ich will, habe mein Ziel vor Augen und das verfolge ich auch definitiv. Ich bin vielleicht ein bisschen vorsichtig, wenn der Wohnort auch ganz woanders ist. Markus interessiert mich. Aber muss man noch schauen. Ich muss aber wirklich nochmal sagen, man kann jetzt ja von Jennifer halten, was man will, aber in diesen Interviews ist sie wirklich sehr ehrlich, oder? Ich glaube, die eine oder andere hätte da sowas gesagt wie, ja, ich mag ihn auch, Ende. Finde ich eigentlich ganz erfrischend. Das nächste Einzelgespräch war dann übrigens schon wieder nicht so einfach und mit Adrian, der hat ja in der letzten Folge schon so ein bisschen anklingen lassen, dass er nicht so richtig weiß, ob er hier in der Sendung richtig ist und das wollte er auch gerne mal ansprechen. Ich würde mehr Zeit mit dir verbringen. Ich würde viel mehr Zeit mit dir verbringen. So diese 20 Minuten, die wir gequatscht haben, das... So klar muss man die Kleinigkeiten irgendwie wertschätzen, aber... Ja, ich verstehe schon, ne? Man ist eine Woche hier und hat 20 Minuten mit mir geredet. Das ist das. Und ich bin viel mehr als nur dieses Haha, Hihi und wir klopfen uns Sprüche und du klopfst mir einen Spruch. So lernt man sich ja auch irgendwie kennen, ne? Wenn man die Gedanken einfach mal ausspricht und sie hat auch zugehört und es auch verstanden. Ich habe mein Herz geöffnet, die Anker rausgenommen und habe mir gedacht, komm, ich nehme einfach jedes Gefühl mit, was es hier gibt, ne?
Ironischerweise fand ich dann aber ausgerechnet dieses Gespräch mit dem etwas negativen Klang eigentlich am positivsten, weil die beiden irgendwie offen miteinander waren und irgendwie können die beiden auch einfach gut miteinander reden. Grundsätzlich war das aber ein schwieriger Nachmittag. Und das wurde dann auch noch schlimmer, denn in Jenny kamen noch ganz andere Gefühle hoch. Es wird Zeit, dass es ein bisschen weniger Männer werden und meine Aufmerksamkeit nicht mehr so verstreut ist. Oh ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich muss an dieser Stelle sowieso generell nochmal sagen, dass ich es sehr unglücklich finde, dass jetzt immer noch weitere Männer dazugekommen sind. Und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich mag bei der Bachelorette und beim Bachelor eigentlich immer die späteren Folgen ein bisschen lieber, weil dann geht es wirklich um emotionale Beziehungen und Aufbau und ein bisschen Tiefe. Und dieses Ding am Anfang, wo man immer die gleichen drei Fragen stellt und jedes Gespräch sich gleich anfühlt, brauche ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Aber gut, sieht wahrscheinlich jeder ein bisschen anders. Bei Jennifer wurde es dann am Abend übrigens noch dramatischer und ihre Laune ist richtig gekippt. Ich bin Mama, aber ich bin jetzt auch Bachelorette und habe jetzt gerade im Moment nicht die Zeit, die ich sonst habe mit meinem Sohn. Es ist so, ich bin so ein bisschen zerrissen heute. Ich muss das erstmal alles sacken lassen. Auch hier wieder finde ich cool, dass sie es sagt. Das Sacken lassen hat es aber nicht unbedingt besser gemacht. Und ich glaube schon, wenn man noch nie länger von seinem Kind getrennt war, auch wenn es ja da ist und auch wenn sie es durchaus jeden Tag ein paar Stunden sehen kann, macht das viel aus, dass man nicht mehr so freie Entscheidungen trifft. Und das macht Jenny wohl ziemlich fertig. Ich kann gar nicht reden. Ich komme gerade vom Date, aber ich vermisse meinen Sohn. Ich vermisse es, ihn jeden Tag ins Bett zu bringen. Ich fühle mich gerade nicht wie seine Mama. Oh, ich finde das echt schwierig, dazu was zu sagen, weil klar, man könnte jetzt rein aus der Vernunft, ne, wirklich nur aus der Vernunft heraus sagen, ja gut, hättest du dir ja vorher überlegen können, hättest ja nicht Bachelorette werden müssen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man mal solche Gefühle irgendwie durchmacht und das gehört wahrscheinlich am anderen Ende auch dazu. Und, das darf man auch nicht vergessen, die Bachelorette-Zeit ist natürlich was, das wird sie ihr Leben lang nicht vergessen und sie macht da ja auch schöne Erfahrungen. Die Aufnahmeleiterin hat dann auch versucht, sie zu trösten, aber einen Moment lang, und deswegen auch der Titel dieses Videos, hatte ich wirklich Angst, dass die Bachelorette vielleicht irgendwie abgebrochen wird oder so. Ich weiß, dass ich gerade schöne Sachen eigentlich erlebe, aber ich kann es auch manchmal genießen, aber jetzt gerade eben nicht, weil ich einfach gerne neben meinem Sohn liegen würde zu Hause. Ich weiß dann nicht, was dann passiert ist. Das bekommt man ja leider immer nicht mit. Vielleicht hat Jenny ein bisschen mehr Zeit dann gehabt und hatte mal einen halben Tag Auszeit, die sie mit ihrem Sohn verbringen konnte oder auch nicht. So hundertprozentig hat man das leider nicht erfahren. Das nächste, was dann kam, war die Nacht der Rosen. Da merkte man aber auch schon immer noch, dass Jennifer ziemlich down war. Ich habe heute gemischte Gefühle. Einfach, weil ich immer noch meinen Sohn vermisse. Und das kann ich ja nicht einfach nach ein paar Stunden abschalten. Ich habe aber heute schon ganz viel Zeit mit ihm verbracht. Und es hat mir auch ein bisschen Kraft gegeben. Ich bin ein Riesenfan von ehrlich und direkt sein. Und ich werde nicht vorspielen, dass es mir gut geht, wenn es mir nicht gut geht. Sehr vernünftig. Die Nacht der Rosen ist aber auch noch aus ganz anderen Gründen ein bisschen komisch geworden. Das erste Beispiel war das einzige Gespräch mit Baro. Und wir erinnern uns, da war doch was. Der hat doch ganz am Anfang der Folge so ein kleines Briefchen geschrieben. Dann hat er doch jetzt bestimmt was zu sagen. Und so hat es sich wirklich angehört. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht und ich bin halt auf den Entschluss gekommen für mich persönlich. Mein erster Gedanke war, dass Baro gehen will. Meiner auch. Und der zweite auch und der dritte auch. Dann kam aber alles ganz anders. Das ergibt mal gar keinen Sinn. Ich bin auf den Entschluss gekommen, dich gerne nochmal irgendwie kennenlernen zu dürfen, um mir sozusagen ein besseres Bild nochmal machen zu können, bevor ich überhaupt voreilig irgendwelche Entscheidungen treffe, weißt du? Spannend und merkwürdig. Und ähnlich merkwürdig war dann ein anderes Einzelgespräch mit Alex. Das ist ja der, mit dem sie schon ein Date hatte und den viele von euch in den Kommentaren übrigens sehr sympathisch finden. Ich mag ihn ja auch. Und der wollte ihr ein Geschenk überreichen. Und irgendwie war das alles ein bisschen strange. Und bei dem weiß ich auch immer noch nicht, ob der nervös ist oder was sein Problem auch immer ist. Aber man kann irgendwie trotzdem sagen, es ist ein Glück, dass er mit Jenny gesprochen hat. Sonst hätte er wahrscheinlich gewackelt in dieser Folge. Mehr, ich habe jetzt mal dein Geschenk mitgebracht. Das ist ein leeres Buch. Ja,
Da steht jetzt nichts drin, oder wie? Alex, was ist mit dir? Ja, ich hab gedacht, vielleicht ist das so viel. Ich weiß ja nicht, ob du sowas hättest ja hier einen Roman reinschreiben können zu unserem ersten Date zum Beispiel, wenn das Buch schon zu spät kommt. Das wäre ja eine... Das hast du nicht. Boah, sie kann einem emotional aber auch ganz gut Ohrfeigen geben, oder? Naja, und ansonsten muss man sagen, bestand die Nacht der Rosen eigentlich nur daraus, dass alle versucht haben, mit ihr zu reden und sie viel zu wenig Zeit hatte. Und ich finde das nach wie vor irgendwie blöd und ich hoffe, es fliegen jetzt bald mal ein paar raus. Wie lange habt ihr noch? 2 Minuten. Alles klar. Danke dir. Hi Jenny, könnte ich vielleicht noch gleich 2 Minuten mit dir haben? Klar. Super, vielen Dank. Bis gleich. Bis gleich. Ich denke, es geht schlimmer als 16 Männer, die an einem interessiert sind. Ich bin aber ehrlich froh, wenn es ein bisschen weniger werden. Ich auch. Und bitte RTL, tut mir den Gefallen und schleust nächste Folge nicht noch mehr Männer ein. Okay, aber gut. Dann war es auch soweit, es gab die Rosenvergabe. Sie war wie immer stinklangweilig und viel zu lang und es geht am Ende natürlich nur darum, wer keine Rose bekommt und diesmal sollten gleich 2 Männer rausfliegen. Diejenigen, die noch die letzte Rose bekommen könnten, sind Baro, der müsste aber eigentlich wirklich rausfliegen, Gianluca, da weiß ich gerade gar nicht so richtig, wer das ist, und der Nachrückerkandidat aus der letzten Folge, den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Die letzte Rose geht an Gianluca. Zum Glück habe ich einen ruhigen Puls. Ja, bist du noch ruhig? Geht gerade noch so. Möchtest du dir an? Sehr gerne. Damit ist Baro also tatsächlich draußen, was er ja eigentlich sowieso wollte. Aber er hat immerhin noch die maximale Sendezeit mitgenommen. Alles richtig gemacht. Wenn es Ihre Entscheidung so ist, dann respektiere ich das auch. Ich glaube, das ist für alle Parteien das Beste. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet. Zweimal einschlägt. Und auch Kinan ist leider draußen. Aber ganz ehrlich, das hat er auch mit diesem einen Gespräch da bei dem Date wirklich selber vermasselt. Und er hat sogar was draus gelernt. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ich habe was gelernt jetzt. Ein bisschen Geduld gehört dazu. Aber ist leider so, ja. In dem Sinne, Leute. Das war's tatsächlich für diese Folge. Aber ich glaube, ab der nächsten wird es gerade in der Männervilla wieder richtig schön dramatisch. Und vielleicht gibt es jetzt ja endlich mal den ersten richtig, richtigen Kuss. Und hat sie geküsst? Dann weiß ich ja, wie es hier abgeht. Kriegt doch natürlich meinen Kopf momentan. Ich dachte, es ist alles noch entspannt, aber ist es nicht. Peach, Bruder und Peach-Schwester. Ja, dann würde ich mich, wie gesagt, noch sehr freuen, wenn du jetzt kostenlos meinen Kanal abonnierst und mir vielleicht auch noch ein Abo dalässt. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir vielleicht auf meinen anderen Social-Media-Kanälen folgst. Ich bin ehrlich, ich mache da zu wenig. Ich möchte in nächster Zeit gerne ein bisschen mehr machen. Also TikTok und Instagram und Twitter und so. Würde mich sehr freuen, wenn du mir folgst. Ich packe es dir oben in die Videobeschreibung und da musst du sowieso wieder draufklicken, denn sonst musst du jetzt auch mal intensiv über deine Beziehung zur Ehrlichkeit nachdenken.